Also Theater bedeutet für mich schon eine Art Familie und Segen. Segen ist nämlich richtig gut. Da René. Ah ja. Hallo, ich bin Anna und ich bin seit September eine von zwei Freiwilligen hier in der Ausstattung am Theater Gera. Wir sind jetzt beide schon seit über 6 Monaten hier im Mahlsaal und ich muss sagen, wir haben uns schon sehr gut eingelebt. Also ich finde vor allem das Team hier ist super cool. Es sind alle relativ jung, womit ich jetzt nicht unbedingt gerechnet hätte. Und wir wurden sehr offen hier aufgenommen und können über alles reden. Also egal, ob es jetzt wirklich um die Arbeit geht oder auch um Aufnahmen zum Beispiel für Aufnahmeprüfungen oder Bewerbungen. Das können wir auch alles mit denen bereden. Das finde ich ziemlich cool. Und hier im Mahlsaal sind unsere Aufgaben sehr, sehr vielfältig. Also es geht ja generell hier um das Bühnenbild. Also wir helfen beim Spachteln, beim Schleifen von Bühnenteilen und wir können eben auch beim Bemalen helfen. Also wenn es jetzt ums Schwarzmalen zum Beispiel geht, damit die Bühnenteile nicht reflektieren oder auch um das Grundieren und das Bemalen an sich. Meine Kollegin und ich, wir durften zum Beispiel auch schon selber Steine schnitzen. Das haben wir dann im KUB gemacht, im zweiten Mahlsaal des Theaters. Und die Steine wurden dann auch beim Märchen im letzten Jahr dann auch mit auf die Bühne gestellt. Und wir haben zum Beispiel auch schon selber Flaggen gemalt, die dann aufgehangen wurden. Und wir konnten eben schon richtig mit reinschnuppern und durften die Arbeit des Bühnenmalers schon richtig gut kennenlernen. Da wir durch Corona sehr viel Zeit momentan haben, dürfen meine FSJ-Kollegin und ich auch sehr viel an eigenen Sachen malen, wie zum Beispiel im Hintergrund schon ersichtlich ist. Wir durften schon beide einen großen Prospekt malen. Das heißt, der Stoff wurde auf dem Boden aufgespannt. Der ist jetzt 1,85 Meter mal 1,30 Meter. Und dann durften wir mit diesen großen Pinseln, die nennt man Landschafter, durften wir dann auf dem Boden quasi unser Bild selber malen. Das ist eben auch ein großer Vorteil, dass wir nicht nur bei der Arbeit an sich helfen dürfen, sondern eben auch unsere eigenen Sachen kreativ umsetzen können. Also Theater ist für mich schon eine Art Familie. Ich bin schon sehr früh ins Theater gegangen und habe auch bei Konzerten selber mitgesungen. Und deswegen habe ich mich auch hier für ein FSJ entschieden, einfach weil ich wusste, dass man hier sich auch weiterentwickeln kann. Und für mich war es eben auch nicht klar, wo es für mich jetzt nach der Schule hingeht. Und ich denke, das kann ich nur jedem empfehlen, der auch noch nicht so wirklich einen Plan hat und das Theater einfach liebt.